Ich dachte an Erdbeeren. In Form eines Schmetterlings? Gute Idee. Ich werde gleich mal anrufen und fragen, wann die Flut kommt. Geht da etwa die Sonne zum zweiten Mal auf? Nein, es ist meine geliebte Tochter. Was ist hier los? Darf ein Vater nicht seine Tochter vergöttern? Du planst doch nichts für morgen, oder? Planen? Ich? Natürlich nicht. Das will ich auch hoffen. Planen? Was sollten wir denn planen? Hier sein, bitte. Was ist das? Das Ding, das du haben wolltest, die Sonar-Ding. Du hast gesagt, du besorgst ein Flächenecholot. Das ist ein Fischdetektor. Was ist der Unterschied? Hey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Nate. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Hey, Vorsicht! Das habe ich mir geliehen. Wenn was damit passiert... Ich kann es nicht brauchen. Dann hättest du es mir genau erklären müssen. Das hab ich. Ich schätze, du bist nicht der Richtige dafür, Nate. Ach ja? Das sagst du einfach so, ja? Was hast du denn überhaupt vor? Ich bin auf der Jagd. Und wenn ich finde, wonach ich suche, müssen die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Tja. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Emma, hi. Wilfried, dich habe ich gesucht. Ja, ich bin häufig hier, Louis. Ja, ich habe einen zweiteiligen Vorschlag. Fang mit einem Teil an. Okay, Wilfried, wie viel Zeit hast du eigentlich auf deinem Surfboard verbracht, seit du die Saftbar hast? Genau, gar keine. Aber was willst du machen? Der Laden muss laufen. Das wird sich jetzt ändern, Wilfried, denn du stellst mich ein und verbringst den Rest des Tages am Strand. Louis, das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Ich leg los. Wartet mal kurz. Das nennt ihr ein Einstellungsgespräch? Ja. Okay, für mich. Wilfried? Ich habe alle nötigen Informationen. Nein, ihr müsst das richtig machen. Du musst ihm ein paar Fragen stellen. Fragen? Louis, wieso willst du im JuiceNet Café arbeiten? Ich möchte die Menschen mit frischem Saft und freundlichem Service versorgen. Und ich brauche Geld. Wilfried, ich bin bereit, für $30 für dich zu arbeiten. Den Tag? Die Stunde. Das ist unrealistisch, Louis. Tatsächlich? Dann muss Teil 2 meines Vorschlags warten, bis ich Geld beschafft habe. Ich melde mich, ja? Tut mir leid. Louis, mein Freund, dich habe ich gesucht. Hör zu, ich habe ein Problem. Oh, lass mich raten. Du bist egoistisch, du bist eitel, du bist sowas von stinkreich. Hast du gerade mein Freund gesagt? Louis, hör zu. In der Vergangenheit war unser Verhältnis manchmal nicht optimal. Nein, das stimmt. Für mich ist das Glas meistens halb voll. Für dich ist das Glas etwas, was du anderen Leuten über den Kopf ziehst. Das sollte komisch sein, oder? Ich wusste, es überfordert dich. Louis, hör zu. Was hältst du von einem Job? Ein Job? Ich suche einen strebermäßigen Spinner, der mir dabei hilft, etwas zu finden. Was bestimmt es? Was bestimmt es? Könntest du etwas deutlicher werden? Ein Seeungeheuer. Louis, da draußen ist irgendetwas. Im Meer. Und was ich brauche, ist jemand, der weiß, wie man damit umgeht. Flächenecholot, 3D-Modellierungssoftware, Wärmebildkamera? Das klingt ja echt ernst. Ja, also, willst du den Job? Du sagst ständig Job. Gibt es dabei was zu verdienen? Nenn deinen Preis. Was bedeutet denn das? Nichts Gutes. Hey, da ist sie ja. Der letzte Tag als 15-Jährige. Das müssen wir feiern. Das muss wirklich nicht sein. Du hast morgen Geburtstag? Wieso hast du nichts gesagt? Wilfried, Früchtecocktails für alle, bitte. Komm sofort. Und weißt du, was das Beste ist? Ich kann diesmal zu deiner Party kommen. Aber es wird gar kein... Wieso warst du sonst nicht da? Ich hatte immer Schwimmwettkämpfe, aber dieses Jahr will ich ordentlich feiern.
Toll. Können wir jetzt das Thema wechseln? Leos Vater schmeißt die allertollsten Partys, so mit allem drum und dran. Hüpfburg, Clowns, Ponys. Da waren wir natürlich noch klein. Ist ja toll. Ich wünschte, mein Vater würde sich an meinem Geburtstag auch so ins... Es gibt dies Jahr keine Party, also könnt ihr jetzt vielleicht bitte mal aufhören. Was ist denn bloß los mit ihr? Sie hat wohl ein Problem mit ihrer Geburtstagsparty. Ja, hallo? Oh, hallo, Mr. Satori. Ja? Okay, alles klar, gut. Ja, wir sagen ihr nichts. Bis dann. Siehst du? Jetzt ist mir alles klar. Das war Cleos Dad. Sie geben doch eine Party für sie. Deshalb ist sie so mies drauf. Sie denkt, die haben es vergessen. Okay, sollen wir es ihr sagen? Auf keinen Fall. Schatz, kannst du bitte mal kurz kommen? Ja. Für dasselbe Geld können wir noch einen Ballonmodellierer engagieren. Oder einen Chihuahua, der als Renaissance-Dichter verkleidet I was made for loving you komplett bellen kann. Was meinst du, Beth? Oh, nimm den Hund, nimm den Hund! Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Beth, ich weiß, was Cleo will, und zwar eine super tolle Geburtstagsparty. Genau wie letztes Jahr auch und das Jahr davor. Es ist doch immer sehr lustig. Schon, aber... Dads Partys sind die besten der Welt. Hörst du's? Also, was meinst du jetzt? Den Ballonmodellierer oder den Chihuahua? Du hast nicht so viel versprochen. Ich meine, das sind super teure Sachen. Sag dir doch, Geld spielt keine Rolle, Louis. Ich nehme das echt ernst. Kannst du wirklich mit dem Zeug umgehen? Klar. Ich meine, ich würde nur gern wissen, wie war das mit dem Seeungeheuer? Tja, vor ein paar Wochen, weißt du, da wäre ich doch um ein Haar ertrunken. Da habe ich das gesehen. Sieht interessant aus. Behalte es, ist eine Fotokopie. Das Original ist später vielleicht mal wertvoll. Was? Und was ist das, Zane? Ist das sowas wie ein Delfin? Auf keinen Fall. Das wirst du in keinem Lehrbuch finden, Louis. Aber ganz egal, was es ist, wir werden es fangen. Hey, Sekunde. Warte mal. Weißt du, ich hab's mir noch mal überlegt. Ich mach nicht mit. Was? Ich steig aus! Louis! Oh nein! Mein Fischschwanz! Siehst du, das gefällt mir an euch. Die anderen Mädchen in der Schule sagen immer, oh nein, mein Make-up! Jetzt haben wir wieder was gelernt. Wenn Zane nächstes Mal ertrinkt, lassen wir ihn. Zane will das Ungeheuer aufspüren. Und er will, dass ich ihm dabei helfe. Das solltest du auch. Interessante Logik, das könnte klappen. Sekunde, erklärt mir das bitte mal. Na, Zane versucht uns zu finden. Und du weißt, wo man uns nicht findet. Ja, und Louis kann Zane von gefährlichen Orten wie Mako Island fernhalten. Das ist gut. Umgib dich mit Freunden, treib deine Feinde mitten aufs Meer hinaus. Und wann geht's los? Morgen. Dann verpasst du Cleos Party. Gut. Cleo hasst ihre Geburtstagspartys, weil sie peinlich sind. Was? Wieso? Wie lange ist es her, dass du bei einer warst? Ein paar Jahre schon. Ja, ich war bei allen und glaubt mir, es sind Albträume. Zane, hier ist Louis. Ich bin dabei. Lass uns das Seeungeheuer fangen. Cleo, du bist jetzt süße 16, Schlafmütze. Wäre ich selbst nie drauf gekommen. Und, was hast du gekriegt? Noch nichts. Aber nett, dass ihr angerufen habt. Jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Super gelaufen. Frühstück im Bett für das Geburtstagskind. Ich schlafe noch. Dein Lieblingsessen? Pfannkuchen mit Erdnussbutter. Bananen. Und Honig? Darf ich im Bett bleiben? Solange du willst. Bitte sehr. Hm.
fahren. Zane? Schön, dass du es dir überlegt hast. Tja, hab eine Schwäche für Geheimnisse. Hast du die 100 Dollar? Ja, hier. Ist das genug? Perfekt. Aber wir sind nicht in der Nähe von Mako Island. Wir sind nicht in der Nähe von irgendwas. Genau darum geht's. Ein solitäres Wesen will nicht entdeckt werden. Denk an das Ungeheuer von Loch Ness. Hier hat man seine Ruhe. Ja. Glaub mir, hier gibt es Ungeheuer. Ich weiß nicht. Ich war ganz da hinten bei Mako Island. Hey, wer ist hier der Freak? Na du. Aber 100 pro. Und wenn es um Monster, um Übersinnliches oder irgendwas Technisches geht, wem würdest du vertrauen? Los, wirf den Anker. Genau so habe ich es von früher in Erinnerung. Gruselig, oder? Cleos sechsten Geburtstag bin ich zum ersten Mal auf dem Pony geritten. Ist das nicht vielleicht hier Cleos sechster Geburtstag? Ricky, du bist hier auf einer Geburtstagsfeier. Bitte sehr. Ich verstehe allmählich, wieso Cleo das Ganze nicht so hochspielen wollte. Ja, jetzt fehlt eigentlich bloß noch Cleos Vater im albernen Cowboy-Kostüm, der uns ein lustiges Papierhütchen aufsetzt. Mädels, schön, dass ihr kommen konntet. Was meint ihr? Wird meine Kleine begeistert sein oder was? Eine kleine Frage. Halten Sie Luftballonfiguren und ein Pony wirklich für passend? Luftballonfiguren sind doch zeitlos. Sie wird begeistert sein. Wartet nur, bis sie runterkommt. Sie wird komplett sprachlos sein. Hände hoch, Kumpel. Wo ist mein Pferd? Okay, Roberta, stell dich zwischen die beiden hier. Sie wird jeden Augenblick herunterkommen. Und dann müssen wir bereit sein. Ich will dann ein lauthals geschmettertes Happy Birthday hören, okay? Nein. Alles klar? Happy Birthday! Happy Birthday! Ihr wusstet davon? Du sagtest, es findet nichts statt. Wie konntest du bloß? Denn hin? Ich schätze, sie hat gestern Abend was bei mir vergessen. Vermutlich ist sie gleich wieder da. Das will ich hoffen. Denkst du manchmal über das Leben nach, Louis? Ich meine, findet man sein Schicksal oder wird man vom Schicksal gefunden? Hm? Passieren Dinge aus bestimmten Gründen. Bitte hör auf. Mir ist was Seltsames zugestoßen und wenn ich rauskriege, was das war. Tja, womöglich begegne ich... Ja, womöglich begegne ich in Kürze meinem Schicksal. Was ist das? Oh, lass mal sehen. Gib mal her. War eine Fehlanzeige, jetzt ist es weg. Von wegen, ich hab doch das Signal gesehen. Fehlanzeige, hä? Spürst du das? Nein. Das war groß und stark und seltsam und es ist in Richtung Mako Island geschwommen. Woher willst du das wissen? Das kannst du nicht wissen. Schicksal, Louis. Du kannst mir glauben.
Okay, Louis, schalt die Geräte ein. Es geht los. Und, gehst du jetzt tauchen? Noch nicht. Okay, aber soll ich mal eben scannen? Nein, es wäre schön, wenn du mir was häkelst. Ich mach das selbst, gib her! Nein, nein, ich hab alles im Griff! Na, mach's schnell! Du Idiot! Was? Du, ich glaube einfach nicht, was du getan hast! Du hast gesagt, du kannst damit umgehen! Kann ich auch! Hast du irgendeine Ahnung, wie teuer das Ding ist? Ich muss das sofort wieder hochholen. Na, Mädels? Stück Smarties-Kuchen? Rote Limo? Nein, danke. Ich verstehe nicht, was Cleo so lange bei euch treibt. Tja, Sie wissen doch, meine Mom redet so gern. Aber sie weiß doch, was hier los ist. Ich meine, wer kann schon einem Pony widerstehen? Es soll gefälligst schneller gehen. Peitsch es doch. Schneller. Darf ich mal was anmerken, Mr. Sartori? Cleo ist irgendwie größer geworden in letzter Zeit. Sie ist kein kleines Mädchen mehr, wissen Sie, wie Kim. Ja, schon. Aber alle Mädchen lieben Ponys. Sehe ich vielleicht so aus, als würde ich mich je freiwillig auf ein Pony setzen? Nicht wirklich. Denken Sie drüber nach. Ja, gut. Das ist gemietet, Louis. Gemietet. Es tut mir leid. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Es tut mir leid. Ich hoffe für dich, dass die Versicherung das zahlt. Leo! Cleo! 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 Schon gut. Ein bisschen leiser, bitte. Keine Sorge, der Idiot ist am Strand. Wieso flüsterst du dann, Louis? Und was machst du hier bitte schön mit Zane? Ist eine lange Geschichte. Wieso bist du nicht auf deiner Party? Klasse. Anscheinend haben alle von der dämlichen Party gewusst, außer mir. Das muss dich doch nicht so nerven. Ach ja? Du hast keinen Dad, der denkt, dass du 6 Jahre alt bist. Nein. Cleo, ich möchte dich um 5:30 im JuiceNet-Café treffen. Hm? Hey, du Vollpfosten! Wo steckst du? Cleo, im JuiceNet-Café um 5:30. Ich bin hier! Was machst du da? Ich musste mal. Na gut, lass uns abhauen, ehe du noch mehr Mist baust. Du bist wirklich ein wunderbarer Mensch, Zane. Happy Birthday, Cleo. Hallo? Louis? Oh, du hast sie gefunden. Und sie kommt auf jeden Fall, bist du sicher? Bist du soweit? Wofür? Komm schon. Komm schon. Cleo. Happy Birthday, Cleo. Ihr habt das alles organisiert? Was denkst du, wofür ich die Mäuse gebraucht habe?
Herzlichen Glückwunsch, Klee. Ich konnte nicht widerstehen. Dankeschön, Luis. Ich musste hier einfach weg. Du weißt ja, wieso. Luis hat angerufen. Wie war die Party? Also, die war richtig gut. Du warst nicht da. Nein. Du bist kein kleines Mädchen mehr. Du bist erwachsen. Du lässt mich irgendwie zurück. Natürlich bin ich dein kleines Mädchen. Das werde ich immer für dich sein. Wirklich? Aber womöglich sollten bunte Kugeln keine so wichtige Rolle mehr in unserer Beziehung spielen. Was meinst du? Okay. Noch ein letztes Mal? Wer zuerst da ist.